darf man auch mal ein bisschen verharmlosen. Ne? Also ich muss aber sagen, mir macht es wirklich Spaß, auch das, was wir beide jetzt hier machen. Das würde ohne Corona, hätten wir uns jetzt nicht kontaktiert. Also Nein. Ich finde, wir sollten wirklich gucken, dass wir echt Kontakte knüpfen und da auch für die Zukunft weiter Ideen entwickeln. Da bin ich voll bei dir. Deshalb finde ich es jetzt ganz cool. Ich bin ja auch nicht der Initiator dieser Initiative. Es gab Leute, die kamen zu mir her, Kameraleute, der Michael als Ideengeber und ganz viele, die hier einfach sagen, ja, ich habe einfach Bock drauf, mal was Neues auszuprobieren. Natürlich gibt es auch im Internet so ein bisschen den Streit, ob man jetzt Kunst verheizt, indem es im Internet ist. Aber ich finde es eben gerade interessant, dass es über Distanz man auch ja. eben, was du eben schon gesagt hast, dass man in Sachen reinkommt, die wir vorher, wir hätten uns jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr groß gesehen, es sei denn, wir wären zufällig in irgendeiner Show über den Weg gelaufen genau. oder sonst irgendwo, oder du hättest wieder hier im Gloria einen Auftritt gehabt, wobei jetzt bist du ja schon, hast du schon gesagt, bei tausender Hallen, da wird es mit 500 Sitzplätzen bei uns schon schwierig. Nein, also Gloria ist schon eine Lieblingsbühne, ne? Also da habe ich schon gesagt, Leute, weil ich die Agentur gewechselt habe, ich stand nicht im Tourplan die nächsten eineinhalb Jahre mit Landau, habe ich gesagt, Landau dürfen wir auf keinen Fall müssen wir unbedingt wieder hin. Das war also wirklich schon vor Corona Anweisung an die neue Agentur. Das freut mich natürlich. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich würde mich freuen, ja. mal zu sehen. Wir gucken noch mal was rein. Du hast